Hallo und herzlich willkommen auf Lirelia.de. Wir wollen uns nun die Lösung der Übungsaufgaben zum Horner-Schema anschauen. Da hatten wir als erstes das Polynom x hoch 3 minus 7 x minus 6, deren Nullstellen wir herausfinden wollten. Dazu tragen wir erst einmal die Koeffizienten ein, diese Vorfaktoren also. Vor x hoch 3 steht eine 1, bei x hoch 2 kommt hier gar nicht vor in diesem Polynom. Das heißt, es kommt 0 mal vor, x hoch 1, also x, da ist der minus 7 davor und die Zahl wäre minus 6. Nun müssen wir eine Nullstelle raten. Probieren wir es mit der 1. 1 hoch 3 ergibt 1, minus 7 mal 1, das wäre minus 6, nochmal minus 6 ergäbe minus 12. Das heißt, wir haben hier keine Nullstelle bei der 1. Probieren wir minus 1 aus. Minus 1 hoch 3 ergibt minus 1. Minus 1 mal minus 7, also plus 7, wäre 6. 6 minus 6 ergibt 0, also ist minus 1 eine Nullstelle. Also schreiben wir die minus 1 hier hin. Hier kommt der Malpunkt hin. Und nun können wir das Horner-Schema ausführen. Man schreibt die 1 hier ab. Und dann hier minus 1 mal 1 ergibt minus 1 plus 0. Minus 1 plus 0 ergibt minus 1. Minus 1 mal minus 1 ergibt 1. 1 minus 7 ist minus 6. Minus 1 mal minus 6 ergibt plus 6. Plus 6 minus 6 ergibt 0. Wir sehen, wir haben eine neue Gleichung, und zwar die Gleichung der Form x² minus x minus 6 gleich 0. Bei dieser Gleichung können wir dann nur die PQ-Formel anwenden und hätten dann die Lösungen minus 2 und 3, die zusätzlich zu der minus 1 Nullstellen dieses Polynoms wären. Schauen wir uns nun das zweite Beispiel an. Da hatten wir die Funktion x hoch 3 plus 3x² minus 18x minus 40, deren Nullstellen wir herausfinden sollten. Tragen wir die Koeffizienten ein. 1, 3, minus 18 und minus 40. Und nun erraten wir die Nullstelle. Probieren das mit der 1 aus. 1 plus 3 sind 4, 4 minus 18 sind minus 14, minus 40 ergibt minus 54. Das heißt, 1 wäre keine Nullstelle. Ich nehme es schon mal vorweg, um etwas Zeit hier zu sparen. Minus 2 ist eine Nullstelle, kann man überprüfen. Minus 2 hoch 3 ergibt minus 8 plus 12 ergibt 4. Minus 18 mal minus 2 sind 36, also 40. 40 minus 40 ergibt 0, also haben wir eine Nullstelle bei minus 2. Tragen wir das Multiplikationszeichen ein. Übertragen wir hier die 1. Minus 2 mal 1 ist minus 2 plus 3 ergibt 1. Minus 2 mal 1 ist minus 2, minus 18 ergibt minus 20. Minus 2 mal minus 20 ergibt plus 40, plus 40 minus 40 ergibt die 0. Damit haben wir das neue Polynom x² plus x minus 20 gleich 0. Deren weitere Nullstellen wir mit der PQ-Formel herausfinden können. Das wären in unserem Fall 4 und minus 5. Schauen wir uns das dritte Beispiel an. Da haben wir das Polynom x hoch 3 minus 4x² plus x plus 6. Setzen wir gleich 0 und wollen die Nullstellen herausfinden. Ich trage schon mal die Koeffizienten ein. 1 minus 4, 1, 6 gleich 0. Und nun möchten wir die Nullstelle erraten. Jetzt können wir uns eines Tricks bedienen. Und zwar, wir müssen die Nullstelle nicht mehr hier oben einsetzen, sondern das Horner-Schema rät für uns selbst die Nullstelle. Probieren wir es mal mit der 1 aus. Schreiben wir also die 1 hier hin und machen dann einfach das Horner-Schema. Übertragen wir die 1. 1 mal 1 ergibt 1, minus 4 ist minus 3. 1 mal minus 3 ist minus 3 plus 1 ist minus 2. 1 mal minus 2 plus 6 ergibt 4. Nun haben wir keine 0 am Ende stehen. Und sobald dies passiert, haben wir
das Ergebnis, dass die 1 in unserem Fall keine Nullstelle ist. Vielmehr kann man sogar sagen, dass die 1 dann gerade, wenn man sie in die Funktion einsetzt, den Funktionswert 4 ausspuckt. Probieren wir eine andere Nullstelle zu erraten. Da fangen wir ein neues Mauerschema an. Tragen die Koeffizienten ein. Probieren wir jetzt einfach der einfache Teil über die 2. Übertragen die 1. 2 mal 1 ergibt 2. Minus 4 ergibt minus 2. 2 mal die minus 2 ergibt minus 4. Plus 1 ergibt minus 3. 2 mal die minus 3, also minus 6, plus 6 ergibt die 0. Und damit haben wir auch hier, dass die 2 eine Nullstelle unseres Polynoms ist und das Restpolynom, das übrig bleibt, ist gerade x² minus 2x minus 3 gleich 0. Und diese Nullstellen werden dann gerade mit der Pico-Formel ausgerechnet minus 1 und 3. Danke.